Eine Geschichte, die man mit Es war einmal eigentlich beginnen müsste. Es war einmal ein Zukunftsteam von Armin Laschet, das aber, bevor eine Zukunft begonnen hat, schon wieder Vergangenheit ist. Ja, ich würde sogar heute mich zu der These hinreißen lassen, das Zukunftsteam von Armin Laschet war fake. Da interessiert mich auch eure Meinung, aber ich finde es schon ein bisschen merkwürdig. Also vor 4 Wochen werden die dann dahingestellt und zelebriert die Zukunft der Union. Und jetzt finden die Verhandlungen, die kommenden, aber ohne das Zukunftsteam statt. Also zum Beispiel Joe Cialo, den sehen wir hier. Die Einzige, die teilnehmen wird, ist Silvia Brea. Aber der Rest ist eigentlich schon wieder Geschichte. Und ich lasse mich zu der These wirklich hinreißen, dass das Zukunftsteam fake war. Also Doro Bär wird bestimmt zukünftig auch eine Rolle spielen. Aber man muss ja das überlegen. Ich finde eigentlich das Blöde oder ich finde es eigentlich wirklich falsch von Armin Laschet. Die Idee, dass ein Bundeskanzler auch alleine nicht stark ist, so ein Team um sich zu schaffen, wenn das ernst gemeint ist, finde ich toll. Aber er hat den Teamgedanken damit ja total lächerlich gemacht. Also es wäre so wie, wir stellen uns hin, sagen, wir freuen uns auf Bild live und dann in 3 Wochen sitzen dann wieder ganz andere da, weil wieder, aber also man ist ja auch irgendwie ein Team und ich finde das schon wirklich auch Wählerverarsche. Also es ist am Rande zur Wählerverarsche, eine Zukunft präsentieren und dann die Verhandlungen eigentlich wieder nur mit der alten Garde zu machen. Aber woran ist es jetzt genau gescheitert? Einfach die Alten haben wieder, also der Auftrag ist ja Zukunft, Auftrag Zukunft, Aufbruch. Aber die Alten haben sich halt wieder durchgesetzt, wie es auch so oft in Parteien ist. Und man sieht daran halt, dass das Zukunftsteam überhaupt nicht ernst gemeint war. Weil wenn das ernst gemeint gewesen wäre, wo ist jetzt zum Beispiel Joe Cialo bei den Verhandlungen? Oder mit wem sich Armin Laschet ja auch gerne geschmückt hat, war Wiebke Winter, 25 Jahre alt, Teil der Klimaunion. Mhm. Die fände ich großartig, wenn es um ein Zukunftsteam geht. Wir hatten ja auch viele Teammitglieder hier bei uns im Studio und haben mit vielen gesprochen. Die Peter haben ja Neumann auch beispielsweise, ja, genommen. Renommierter Terrorismus- und Sicherheitsexperte. Natürlich werden auch diese wirklich renommierten Experten für dumm verkauft und die Wähler gleich mit. Ja.